Einen schönen guten Nachmittag, ein herzliches Willkommen. Come ho annunciato anche nella nostra comunicazione, oggi è più anche uno scambio di opinioni per capire un po' dove stanno i problemi con l'introduzione delle nuove disposizioni, Green Pass, manifestazioni, a che punto siamo, che esperienze avete fatto. Wie gesagt, heute geht es um einen Informationsaustausch, der uns als DZE sehr wichtig ist. Wir haben in den letzten Tagen sehr viele Mails bekommen, auch unterschiedlicher Natur. Und jetzt ist es ein bisschen mit euch an der Reihe und an der Sache zu verstehen, wo es am meisten hakt, wo es Probleme gibt, wo wir dann auch sicherlich mit den Institutionen und Körperschaften in Dialog treten werden, relativ schnell, um zu schauen, dass vor allem Interpretationsschwierigkeiten, weil vieles ist zwar gut gemeint, aber in einer Art und Weise ausgesprochen oder auch interpretiert worden, was zu Unsicherheiten und zu auch organisatorischen Problemen geführt hat. Come vi ho detto, abbiamo questa serie di raccomandazioni, abbiamo ricevuto naturalmente le indicazioni, le raccomandazioni, i decreti da parte anche del Presidente della Provincia. E adesso vedendo un po' anche quello che ci avete scritto nelle ultime settimane, ma soprattutto dal 6 gennaio in poi, volevo fare un po' il punto della situazione anche per programmare poi successivamente manifestazioni e consulenze più mirate per essere preparati soprattutto per quanto riguarda quello che avete in mente voi, ma anche i vostri colleghi, le altre associazioni socie e non del CSV per i prossimi mesi. E abbiamo invitato un nostro esperto, direi molto pratico. Lui non è professore, non è adesso è giurista o commercialista, è un esperto in organizzazione di eventi. È uno che già ha dimostrato in due altre occasioni al CSV che avendo avuto l'esperienza, soprattutto con una grande ricchezza di esperienza nel volontariato, l'occhio clinico per quanto riguarda l'organizzazione di eventi e per quello che naturalmente può anche comportare problematiche con le istituzioni. Mir ist es wichtig, dass wir heute, wir haben es auch klar präzisiert, es sind, was mich sehr freut, rund 25 verschiedene Vereine auch anwesend, Organisationen. Und das ist auch ein Beweis, dass es querbeet durch, also vom sozialen bis zum Kulturbereich, vom Zivilschutz bis zum Bildungsbereich, hier sehr viele offene Fragen gibt. Und ich möchte euch mal ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch auch heute hier einzulinken und dabei zu sein. Wie gesagt, die Vorgaben, die haben wir ja alle gelesen. Jetzt geht es darum, auch zu schauen, wie man diese Vorgaben, vor allem diese Regelungen für den grünen Pass, ab dem oder seit dem 6.8. dann auch effektiv umsetzen kann. Und da werden wir uns jetzt vom Simon Waldner, unserem Experten, wie gesagt, vieles mit ehrenamtlichen Organisationen schon in verschiedenen Landesteilen auch organisiert hat. Ein Moderator ist jemand, der mit den jungen Menschen viel zusammenarbeitet, der aber auch gerade größere Events schon hinter sich hat und wieder plant, um zu verstehen, wo es hakt und dann mit euch in Diskussion treten. Come vi ho detto, noi sentiremo adesso due esperienze proprio molto attuali che vengono riportate dal nostro Simon Waldner. Se ci sono difficoltà nel comprendere, intervenite subito. L'occasione è quella di oggi anche di capire se vi ritrovate con quello che viene discusso qua insieme. E io vi prego davvero, perché siamo in accordo con la segreteria anche del Presidente della Provincia, di raccogliere effettivamente le perplessità e le difficoltà.
come vi ho detto, non è l'occasione per naturalmente discutere sull'uso, sulla necessità del vaccino, sì o no. Questa non è l'occasione. Vorremmo davvero affrontarlo tutto dal punto di vista organizzativo. Quello che mette in difficoltà le nostre associazioni nel rispettare queste regole o quello che ha anche funzionato bene. Man muss auch sagen, es wird immer natürlich so von der Tendenz her im ersten Moment auch aufgezählt, was nicht möglich sein wird, auch weil man schlichtweg nicht die Erfahrung hat, weil ja das alles eine neue Situation mit der Pandemie für uns alle ist. Aber es gibt auch die eine oder andere Best-Practice-Erfahrung und die wäre natürlich auch gut zu haben, um sie auch weiterzugeben und zu überprüfen, ob das auch ein Weg sein könnte, der für andere Organisationen passt. Simon, das Wort an dich. Come, allora, vi ho detto qua, noi siamo una grande famiglia. Anche se siamo perfettamente misti tedesco-italiano, qui nessuno deve avere timore o problemi di farsi avanti e dire quando ha un problema anche di comprensione. Simon parlerà in tedesco, però saremo poi subito, Simon, poi facciamo anche un riassunto in italiano. Noi registriamo comunque anche questo evento con il vostro permesso, perché vorremmo poi, come è uso nella nostra esperienza adesso anche degli ultimi mesi, mettere l'evento registrato sotto la mediateca, videoteca del CSV, e trovate lì sempre anche informazioni collegate all'evento e all'oggetto della tematica. Può essere naturalmente il materiale, le slides di un relatore, possono essere riferimenti legislativi o anche interpretazioni utili o circolari utili per il vostro operato. Intanto la parola a te, Simon. Come ti ho chiesto, tu hai organizzato eventi in questo periodo. Allora, non sono tanti, tranne, devo dire, siamo molto felici anche il settore della cultura e voglio qua Helmut Burger in rappresentanza di tutti, perché il teatro ci sta anche tanto a cuore, dare il benvenuto, che ultimamente in queste settimane naturalmente hanno organizzato parecchio, però poi abbiamo ancora certi settori che sono un po' fermi. Ci sono delle difficoltà nel settore dell'assistenza giovanile e anche nell'assistenza degli anziani, parliamo anche di soggiorni balneari, soggiorni di vacanza. E poi abbiamo qualche difficoltà, ho visto anche nell'interpretazione per quanto riguarda situazioni dove sono coinvolte associazioni sportive, non è sempre chiaro, soprattutto nell'uso di locali che vengono messi a disposizione, auch hier, also ich sage dir nur, was in den letzten Tagen hereingekommen ist. Also wir sehen ja, dass bestimmte Bereiche wieder wirklich begonnen haben, aktiv zu werden. Und das freut uns ja sehr, wenn wir an die Kultur denken. Aber es gibt so Grauzonen. Also wir haben es jetzt ja miterlebt, die Schwierigkeiten auch in der Sommerbetreuung, wo viele verunsichert sind und wo wir einfach auch die Vereine stärken müssen, um ihnen auch die Sicherheit zu geben, dass sie Aktivitäten, die ja von der Bevölkerung und von der Gemeinschaft dringend benötigt werden und auch gewünscht werden, umgesetzt werden können. Aber es ist, und da möchte ich Ihnen noch etwas sagen, wir werden auch nicht umhinkommen, nochmals uns ganz spezifisch um den Sicherheits- und den Versicherungsschutz zu kümmern. Voi lo sapete, io sono uno che ha insistito molto negli ultimi mesi anche nello spiegare e anche nel diffondere le informazioni per quanto riguarda l'obbligo assicurativo, che se vi ricordate all'inizio del 2020 avevamo un po' sorriso tanto quando abbiamo visto questo famoso articolo 18 del codice del terzo settore, che prevede anche l'obbligatorietà dell'assicurazione per il direttivo e per i volontari attivi, che sono quelli che con una certa regolarità svolgono attività per l'associazione,
mi raccomando, non i soci, ma proprio quelli che danno mano in una continuità al direttivo di svolgere l'iniziativa, che devono essere anche assicurati contro infortunio e malattia. E questa, naturalmente, con questa esperienza del 2020-21 in fase di pandemia, si è rivelato poi molto importante. Eine Information, die natürlich vielen immer wieder auf Magen liegt, dieser Versicherungsschutz, der aber obligatorisch verpflichtend ist. Und ich kann Ihnen nur sagen, es haben jetzt erste Stichproben und Kontrollen auch stattgefunden bei unseren Kollegen im Trentino. Es ist aufzupassen, es sind überschaubare Kosten, die auch über Beitragsgesuche abgewälzt und natürlich auch beantragt werden können und auch von der öffentlichen Hand anerkannt werden. Bitte schauen Sie, dass Sie dort wirklich in Ordnung sind. Es ist einfach eine wichtige Tatsache und es ist in den meisten Fällen so, dass Polizen, die ja schon da sind, nur minimal auch angepasst werden können. Allora, per le polizze già esistenti abbiamo scoperto adesso in tante di quelle consulenze che abbiamo organizzato che in tantissimi casi è stato solo un momento anche di aggiornare, di adeguare certe polizze. Allora, però importante in questi tempi essere sicuri e non rischiare da questo punto di vista. Adesso la parola, scusate tutta questa premessa, però è anche importante entrare in merito. Wie gesagt, Simon, wir machen dann bitte nach deinen Ausführungen auch eine Zusammenfassung auf Italienisch oder steigen in die Diskussion ein. Wir werden auf Hochdeutsch natürlich reden, dass uns alle gut folgen können. Und das Wort jetzt an dich mit deinen Erfahrungen zu Veranstaltungen in der Zeit, spezifisch auch nach dem 6. August oder mit 6. August, wo ja wiederum eine neuerliche Regelung jetzt in Kraft ist und das Vorweisen dieses grünen Passes in vielen Realitäten wirklich zur Tatsache geworden ist. Ja, danke schön, Uli, für die Einführung und auch für die Vorstellung. Du sagst immer, ich bin ein Praktiker und das stimmt wahrscheinlich auch. Kurz zu meiner Person. Ich bin der Simon Wagner, bin Präsident von Event Concept Südtirol. Wir sind ein Verein, der was die Festkultur in Südtirol vor ungefähr 8 Jahren entdeckt hat, vor allem im Jugendsektor, dass wir nicht mehr so ganz aktiv sind und dass wir da das eine oder andere nachholen müssen und wieder machen müssen, vor allem in der Zone rund um den Westen Südtirols. Und deswegen sind wir da eben gestartet, haben die Initiative gefasst und sind dann eben mit den ein oder anderen Veranstaltungen wieder gestartet. Und ich bin keiner, der was das studiert hat oder da sonst einen Hintergrund hat, sondern wirklich sich da über 8 Jahre mittlerweile, ich habe gestern nachgezählt, sich mit Veranstaltungen, Bürokratischem und alles, was da dazukommt, etwas rummüht. Und es ist in letzter Zeit nicht weniger geworden, sondern deutlich mehr und sicher ist es auch schwieriger geworden. Genau deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man vor allem über sowas wie zurzeit gilt, eben rund um den grünen Pass, rund um die Corona-Richtlinien und so weiter sprechen und auch sprechen müssen, aber vor allem uns austauschen müssen und gleichzeitig da auch über das DCT und über dich, Juli, die Möglichkeit haben, das auch gemeinsam als Feedback zurückzugeben an Stellen, wo das ein oder andere auch mal erklärt, angeprangert oder revidiert werden kann, weil nicht alle Regeln sind wirklich realistisch und umsetzbar, glaube ich. Deswegen soll es kein Vortrag oder etwas sein, sondern es ist ein Austausch, den wir heute gemeinsam jetzt in der nächsten vielleicht halben, dreiviertel Stunde miteinander haben. Ich möchte ganz kurz einführen in Bezug auf zwei Veranstaltungen unterschiedlicher Art und Weise, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Einmal in der sehr heißen Zeit rund um den Juli, rund um den 1. Juli, wo ja der Corona-Pass zum ersten Mal beziehungsweise der grüne Pass eingeführt worden ist. Und da muss man jetzt auch aufpassen zwischen Corona-Pass Südtirol und dem grünen Pass. Da gibt es ja einen Unterschied. Der ist eben dort auf einmal dann sozusagen im 1. Juli verpflichtend für viele Sachen bereits verlangt worden, unter anderem auch für Veranstaltungen
öffentlicher Natur, wie wir sie für Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren in Algund gemeinsam mit dem Verein Algund aktiv, das ist der Zusammenschluss der Vereine in Algund, angeboten und organisiert haben am 17. Juli. Es war eine Veranstaltung vor allem für die Jugendlichen aus dem Burggrafenamt, die vor allem in Vergangenheit keine Möglichkeit hatten, sich überhaupt irgendwo zu treffen, außer in der Schule und dort nicht immer. Deswegen wollten wir das initiieren und das gemeinsam mit der Verwaltung auch hinbekommen. Wir haben da sehr, sehr positives Feedback bekommen, nicht nur von der Verwaltungsseite, sondern vor allem auch von Seiten der Jugendlichen. Und das ist, um eine Hausnummer zu nennen, eine Veranstaltung mit 1000 Personen gewesen, im Freien und kein im Sitzen und so weiter, sondern wirklich im Stehen, mit Maske, im Abstand, mit Tanzen, mit DJs und so weiter und so fort. Also wirklich ein Festival. Und wir kämen auch aus der Richtung, beziehungsweise ich komme aus der Richtung. Und genau deswegen ist das, glaube ich, ein Beispiel, um zu zeigen, dass das ein oder andere sehr wohl umsetzbar war. Einhaltbar bedingt, das heißt bis zu einem gewissen Punkt. Sicher darüber hinaus kann ich nicht versprechen, dass alles der Regeln konform war. Und genau das war auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen das als Pilotprojekt versuchen, um zu zeigen, was wirklich realistisch machbar ist und was nicht. Und ich habe da auch vom Anfang an gesagt, ich als Präsident übernehme die Verantwortung, auch irgendwo dann, sage ich mal, dem Risiko gegenüberzustehen, Rede und Antwort zu stehen, auch in Bezug auf Medien oder Presse. Das war uns damals aber wichtig vor einem Monat, weil es einfach, glaube ich, auch nochmal gezeigt hat, was möglich ist und was nicht. Deswegen kurz zu dem Beispiel. Wir haben das damals so organisiert, dass wir eine sehr gute und intensive Kommunikation mit den Besuchern gesucht haben, weil das sehr wichtig war, um denen auch klar zu machen, wie das genau abläuft. Denn das Wichtigste und gleichzeitig auch das Schwierigste ist, dass niemand, und da rede ich jetzt nicht live von den Organisatoren, sondern vor allem auch von den Besuchern, irgendwie noch Durchblick hat, was brauche ich und was brauche ich nicht und mit was kann ich kommen und mit was kann ich nicht kommen. Und das hat eigentlich nichts mit der Altersgruppe zu tun, sondern das ist in jeder Altersgruppe so. Einfach auch aufgrund der Menge der Verordnungen und der Menge der Änderungen und Aufhebungen und wieder neue Dringlichkeitsmaßnahmen und so weiter. Deswegen haben wir da das schon einmal in erster Linie festgestellt. Das Wichtigste war die Kommunikation. Das Zweite, wo wir uns am meisten Sorgen gemacht haben, war, dass wir das sehr schwer tun zu koordinieren und vor allem zu kontrollieren. Wir haben da gemerkt, dass eigentlich die Besucher sehr offen gegenüber der aktuellen Verordnung sein und auch der aktuellen Kontrollen. Sprich, sie haben sich sehr, sehr gut organisiert, sowohl zum Testen, und da komme ich gleich noch dazu, als auch in Bezug auf das Vorzeigen des grünen Passes. Und auch da würde ich das jetzt wieder altersgruppenunabhängig sehen und sagen, wenn man das ausreichend kommuniziert, dann haben die Leute auch kein Problem, sich zu organisieren und das dementsprechend beim Handy oder in ausgedruckter Form oder in irgendeiner Weise vorliegen zu haben. Wir haben damals das Ganze dann outgesourced an einen professionellen Dienstleister, der was das abgewickelt hat am Eingang, der was da auch die Verantwortung übernommen hat, sprich, der ist beauftragt worden, um das auszuführen. Und dementsprechend war er in dem Moment dann verantwortlich für die Kontrolle, was für uns wichtig war. Und nur einen Punkt, den ich ansprechen möchte in Bezug auf dieses Pilotprojekt. Wir haben das gemeinsam mit dem Roten Kreuz und gemeinsam mit der SABES geschafft, eine Teststation direkt vor Ort aufzubauen. Man hat uns massiv davon abgeraten, weil man gesagt hat, das ist nie bewältigbar. Wir haben auch wirklich Angst gehabt, dass es nicht machbar ist. Aber unterm Strich war es möglich, vor allem, weil die Leute sehr verständnisvoll für das waren. Sie hatten Verständnis, ich glaube auch, und das ist vielleicht jetzt eine Interpretation, weil sehr lange nichts stattgefunden hat, keine Möglichkeit überhaupt bestand. Und da ist man über jede Freiheit vielleicht auch gleichzeitig wieder froh und hat sich da auch sehr einfach dann organisiert, in Bezug darauf früher zu kommen, den Test zu machen, eine Kleinigkeit dafür zu bezahlen. Ich sprich da von einem Umkostenbeitrag von 15 Euro, den wir verlangt haben. 35 hat er damals zur Erinnerung in der Apotheke gekostet und das genau zu der Zeit, wo wir
angefangen haben und wir mussten da reagieren und eine Möglichkeit bieten. Mittlerweile haben wir ja wieder die Situation, dass es auch möglich ist, in der Apotheke sich testen zu lassen. Und das ist jetzt ein Beispiel. Eine sehr ähnliche Veranstaltung, und damit komme ich jetzt ganz kurz noch zum zweiten Beispiel, eine sehr ähnliche Veranstaltung mit anderer Zielgruppe. Da würde ich jetzt schon bei 25 bis 50 kurz einhaken und sagen, das ist eine sehr ähnliche und vergleichbare Veranstaltung, allerdings ohne Pflicht bezüglich Corona-Pass. Es gibt da die Möglichkeit zu sagen, es gibt da bestehende Lizenz eines Bistros beziehungsweise eines Restaurants, wo mit Hintergrundmusik ein Aperitivo abgewickelt wird, wo circa 250 bis 300 Besucher jede Woche anwesend sein. Im freien Wismar gibt es keine Maskenpflicht, keine grünen Passpflicht. Dementsprechend gibt es da die Möglichkeit, eigentlich ein vergleichbares Event abzuwickeln, komplett ohne den grünen Pass und ohne Kontrollen. Auch jetzt noch, auch nach dem 6. August. Und ich mache das Beispiel jetzt aus einem bestimmten Grund, um auch irgendwo das Paradoxum zwischen den verschiedenen Art und Weisen der Organisation von Veranstaltungen aufzuzeigen, wie teilweise schwierig, komplex und auch sinnlos gewisse Sachen sind, die da in den Regeln verankert sind. Normal, ciao. Ja, das ist wie gesagt jetzt ein Beispiel aus unserer Erfahrung, die wir in diesem Sommer bis jetzt gemacht haben. Die restliche Veranstaltungsstruktur hat stillgestanden bis eigentlich Ende Juni. Und ab dann sind wir wieder teilweise mit dem einen oder anderen gestartet. Ich glaube, grundsätzlich ist das jetzt mal so ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten und in die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, grundsätzlich wäre es mir wichtig, wenn wir die Chance haben, heute in den Austausch zu kommen, die ein oder anderen Fragen vielleicht, wenn wir sie beantworten können, gemeinsam auch zu beantworten. Und sollten wir das nicht schaffen, dann glaube ich, und das ist das Sinnvollste und so wie es auch dem Uli heute vorgeschlagen, dann würde ich wirklich versuchen und dich auch bitten, Uli, das eine oder andere heute auch als Frage mitzunehmen, zu notieren und wirklich auch mal an höchster Stelle anzubringen und auch zu fragen, wie man sich das in der Praxis vorstellt und ob es da überhaupt die Möglichkeit gibt für Vereine in Zukunft. Und jetzt spreche ich in Zukunft heute, weil wir wissen ja nicht, was in 3 Wochen ist oder auch in 2 Wochen. Doch mal genau nachzufragen, wie sich das Ganze in Zukunft verhalten soll. Okay. So viel jetzt zu meiner Einführung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lange oder zu ausführlich. Adesso non so, quelli che ci hanno seguito, ci sono domande di comprensione. Allora, lui ha riassunto un po' 2 esperienze che ha fatto. Si può dire che comunque la comunicazione e anche la spiegazione di quelle che sono naturalmente le richieste e i requisiti verso il pubblico, verso gli interessati, è stata fondamentale, devo dire, e quello lo sentiamo anche naturalmente da tutte le associazioni che ci fanno le domande, però come strutturare anche la comunicazione è importante. Tu hai un consiglio, Simon, tu hai parlato adesso di 2 eventi, uno molto grande e di una dimensione anche di un certo impegno, dove comunque la collaborazione con l'azienda sanitaria anche con la Croce Rossa è stata garantita, poi di una un po' diversa, no? Come tu hai anche spiegato, sì, c'è la possibilità naturalmente di affidarsi a qualcuno che possa sul posto controllare, fare, essere incaricato, però la maggior parte delle associazioni questa possibilità non ce l'ha o non vuole neanche optare per questa. Per noi è capire in questa, è fondamentale capire poi chi segue tutto con le proprie risorse all'interno, cosa possa assolutamente fare per non rischiare avere delle sorprese negative. Tu hai un consiglio anche in questo senso? Italienisch oder in Deutsch? Ich spreche gleich. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass es sehr wichtig ist, sein Publikum zu kennen, sprich zu wissen,
wer ist mein Zielpublikum, wen möchte ich überhaupt erreichen bei einer Veranstaltung und da auch die Kontaktmöglichkeiten auszuloten und zu wissen, wie kann ich den vorab am besten erreichen. Die Digitalisierung gibt uns da sicher viele Möglichkeiten, das ein oder andere zu verwenden, zu nützen über Telefonnummern, über WhatsApp, über verschiedene Chatmöglichkeiten, über Mail. Ich muss sagen, wir haben da sehr viel über Mail gemacht. Dadurch, dass eigentlich die Personen, die auch einen Test kaufen oder die vorab sich anmelden, ja eigentlich eintragen müssten, in Bezug auf die Kontaktverfolgung, die es ja mittlerweile eigentlich in Südtirol nicht mehr gibt. Aber wenn man sie hat, ist es sicher nicht schlecht. Plus gibt sie uns die Möglichkeit, da auch Kontaktdaten zu haben, die ich verwenden kann, um im Voraus auch die ein oder andere Kommunikation, sage ich mal, gezielt an die Leute zu bringen. Machen wir ein Beispiel, weil ich es gerade sehe, beim Theater. Wenn ich online Karten kaufe oder ansonsten auch telefonisch, da habe ich ja die Möglichkeit, die Leute auch zusätzlich in Bezug, wenn ich es im Vorhinein nicht schaffe oder es Änderungen gibt im Laufe des Vorverkaufes oder auch im Laufe der Bewerbung, das Publikum noch zu erreichen, die Mitglieder zu erreichen und es auch sonst in Bezug auf Kommunikationen vielleicht auch online zu schaffen. Wir haben, und da ist jetzt sicher die Zielgruppe entscheidend, hauptsächlich bei ersterer Veranstaltung zwischen 16 und 25 das zu 90% über Social Media geschafft. Das ist jetzt sicher nicht für jeden ideal, 100%ig. Desto näher man ans Publikum rankommt, umso leichter und so einfacher ist es. In Bezug auf die Kontrollen, denke ich, ist es so, dass man sowohl an professionelle Dienstleistung sich einerseits überlegen soll, ob das möglich ist. Vor allem ist die Frage, wie lang andauernd oder wie oft in Serie eine Veranstaltung stattfindet und ob das dort eben möglich ist, weil professionelle Dienstleister sind nicht immer nur teuer, sondern manchmal auch unterm Strich wieder günstig. Wenn man überlegt, dass man da unterm Strich selber Aufwand, Personal und gleichzeitig auch Kompetenzen sich wieder übernimmt, die man vielleicht ja gar nicht haben möchte und auch Verantwortung, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Deswegen muss es nicht immer zwingend ein Mehraufwand sein, sondern vielleicht auch eine Entlastung. Wenn man das selber machen möchte, dann denke ich, gibt es die Möglichkeit, Uli, korrigiere mich, auch selber das, beziehungsweise man ist ja eigentlich verantwortlich, selber das zu machen. Ich würde empfehlen, definitiv zwei oder drei Personen abzubestellen oder abzuordern, die mit entsprechender Ausrüstung, der was ja mittlerweile ein Handy sein müsste, mit der entsprechenden App zum Scannen des Screenpass und so weiter auch in der Lage sind, das können, einen geladenen Akku haben, auch die Kompetenzen haben, die da vielleicht ein bisschen IT und digital fit sein, um das zu machen. So kommt jetzt eine Frage, weil wir bei dem Bereich sind. Das ist eine Frage, die sehr viel im Vorfeld... Wie komme ich zu dieser App? Wie lade ich sie herab? Da gibt es einige Probleme. Kannst du da uns da etwas sagen? Das sind praktische Fragen, die also immer wieder kommen. Weil was hilft die Kontrolle, wenn man sie nicht durchführen kann? Ja, jetzt bin ich gerade dabei, Justifikation werde, genau nachzuschauen, wie die App heißt. Ich werde sie später im Chat teilen, sobald ich sie finde. Normalerweise ist ja so, und das ist jetzt vielleicht nichts Neues, dass der Corona-Pass Südtirol, also der Südtiroler Corona-Pass, der war ja bis zum 1. Juli eigentlich der Vorreiter des Grünpass, des Greenpass, des europaweiten Greenpass war, per normalem QR-Code abgescannt werden konnte. Mittlerweile ist das ja nicht mehr möglich und es braucht eine separate App, wo ja auch der ein oder andere meint, meine Zertifizierung ist fehlerhaft, meine Zertifizierung stimmt nicht, weil ich kann die selber nicht abscannen. Man braucht eine separate App. Gebt es mir 2 Minuten und ich werde auch den entsprechenden Link noch finden, wo man den eventuell runterladen kann. Perfekt. Eine Sache noch, was vielleicht... unser Philipp Fink hat dann alle geschrieben, Verifikation 19. Super, danke schön.
Was eventuell auch noch interessant ist, ist die Verfügbarkeit und die Möglichkeit, das Impfzertifikat bei keiner, also wenn man den grünen Pass und den EU-Green Pass noch nicht bekommen hat, das Impfzertifikat, wer es hat, vorzeigen kann. Das war ja bis zum 12. beziehungsweise 13. August möglich. Eine Verlängerung oder auch eine Annullierung ist mir nicht bekannt und deswegen gehe ich stark davon aus, dass jetzt bis zum 31. das auch noch, wenn es keine andere Meldung gibt, möglich sein müsste. Mhm. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie das laufen soll, weil es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Personen geimpft ohne Green Pass. Mhm. Gibt's Fragen? Gibt's Fragen? Und riassunto in italiano. Sì. Ah, io. Signor Seitz, posso fare una domanda? Sì, certo, certo, signor Ocon. Allora, no, è stato molto chiaro e insomma, sostanzialmente al di là che logicamente ci ha presentato due esempi molto pratici, molto, pratici, molto diversi tra di loro, ma molto esaustivi. Quello che mi sfugge è il passaggio prima, cioè in questo momento storico, volendo fare una festa in un locale privato preso quindi in affitto, certo sempre con l'intenzione poi di raccogliere dei fondi da devolvere, eccetera, 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 quali sono i passaggi importanti? E poi una cosa che non ho capito è se sono comunque tenuto a dover controllare il Green Pass di chi poi partecipa a questa eventuale festa. Ce lo posso fare? Uli, magst du oder soll ich? Oder? Ja, mach gleich. Allora, se ho capito bene, la prima domanda era sulla possibilità di noleggiare un posto, una... No, non tanto, scusi, non tanto di noleggiarlo, ma quali sono i passi che devo fare nel momento in cui decido di organizzare un evento? Sì. Allora, per quello, secondo me, è una cosa che bisogna guardare molto individualmente, perché dipende sia su grandezza sia anche su quello che voglio raggiungere, cioè raggiungere sul diciamo su quello che voglio avere alla fine, chi sono i miei ospiti, e quello devo sapere già quando parto con l'idea, e secondo me questo sarà proprio una cosa che sarà da riguardare individualmente, magari anche in un appuntamento giù da Ulli, perché alla fine è molto individuale. Se io voglio fare tipo una festa, come festa campestre, diciamo, come un teatro, con una manifestazione chiusa solo per i miei soci, una festa aperta a tutti su un suolo pubblico, su una località chiusa, aperta, privata, ci sono modalità molto diverse, per questo sarà anche da riguardarlo molto individualmente. Quindi ci sono dei consigli molto, perché domanda... volevo sì, sì, buon solo un attimo, perché volevo prendere la domanda di Roncon, è molto interessante, sì, dal punto di vista, perché abbiamo discusso già in passato sui, sì, locali. Quali locali si possono in questa fase, perché attualmente anche questo è un tema, escludere perché sono dal punto di vista strategico o dal punto di vista organizzativo sicuramente non locali adibiti o come dire utili per una manifestazione. Anche lì vedo spesso delle sorprese, perché tante associazioni cercano di organizzare senza aver visto e aver fatto un sopralluogo prima. Questo adesso è fondamentale, no? Ci sono dei consigli che tu hai visto, cosa hai visto adesso, se parliamo anche di problemi per la disinfezione o altre questioni, anche bagni, no? Come prima cosa io avrei detto che sarebbe importantissimo fare un sopralluogo, poi sicuramente anche di parlare con i comuni, con un sindaco, con una sindaca, perché alla fine, soprattutto adesso, sono loro che devono poi prendersi un bel po' di responsabilità se stanno dando una licenza per una festa. Quindi soprattutto per quello direi che non solo il sopralluogo, che è una cosa importantissima al momento, ma soprattutto anche il contatto
prima di pubblicizzare la festa, prima di partire con tutto il resto intorno, di contattare in prima fase già il sindaco o la sindaca. Poi io per il momento avrei detto, se possibile, avrei cercato di, ok, siamo ancora in estate, magari lì è possibile, ma avrei consigliato di scegliere soprattutto, diciamo, posti all'aperto, perché le normative come sono adesso per certe cose in chiuso, nel chiuso, io non lo vedo fattibile, con, diciamo, grandi numeri. Poi serve tante cose, tra piano di sicurezza, certe volte anche di un ingegnere, eccetera, che soprattutto con i costi, secondo me, non ci siamo, non vale, soprattutto per un'associazione che vuole fare magari una festa per 100 soci. Però Roncon, noi faremo poi una risposta, mi sono segnato la domanda, riceve anche altri consigli, no? Certo. Sono da seguire. Ci sono altre domande? Chiedo scusa, solo la seconda domanda, poi lascio... Sì, la seconda domanda, sì. Sul discorso del... perché mi sembrava di aver capito che comunque chi organizza, appunto l'associazione che organizza questo evento, debba in qualche modo controllare la presenza o la veridicità dei Green Pass delle persone che poi aderiscono, è vero? Cioè bisogna anche dotarsi della app che serve per verificare questo? Sì, è la responsabilità dell'organizzatore, quindi alla fine è la responsabilità, come anche nei ristoranti, del capo, del responsabile, di controllare il Green Pass o il test o quello che serve poi alla fine. E effettivamente torniamo al discorso, sì, dell'app. È inutile far finta di controllare e non avere l'app, no? Che funziona. Questa è anche una domanda, sì. Esperienza? No, perché allora non posso fare. In teoria si può fare anche senza, pensando che uno fa vedere solo il QR o quello nuovo che c'è presente su quella certificazione Green Pass europea, come faccio a controllare se è di quella persona? Cioè, io devo saperlo, per questo mi serve, ma non c'è scritto da nessuna parte. Quindi in teoria non è che è previsto, ma è assolutamente consigliato, perché in teoria devo avere sia il nome sia anche il documento, che stanno poi sempre della stessa persona, per controllare davvero che è il suo certificato giusto, con la giusta data, ancora valida, eccetera. Perché ormai ci sono anche quelli scaduti. Tante associazioni hanno optato adesso, anche ho visto esplicitamente, di chiedere anche se possono vedere il cartaceo, no? Praticamente per evitare il controllo con il cellulare, chiedendo ai soci o agli ospiti che partecipano all'evento di portarsi dietro anche il pass in cartaceo. Comunque ci sono delle scelte diverse. Signora Nicolodi, grazie a lei. Ha chiesto lei? No. Ci sono altre domande? Gibt's Fragen? Sì. Mi senti, Luisa? Sì, sì, prego, Maria Luisa. Grazie. Allora, io chiedo, l'applicazione dell'app è a pagamento, per favore? Perché, ecco, allora mi dici esattamente qual è? Perché io ne ho appena, l'ho appena inserito. È quella che ho visto. Nel lo COVID. Mettiamo poi come a disposizione, anche lo mettiamo anche sotto gli atti poi dell'evento. Infatti direi di mandare una mail, che lì sarà magari. Io dovrò far questo come responsabile legale dell'associazione, quindi devo essere ben informata, e organizzando conferenze già verso ottobre, settembre, devo prevederle all'interno, in sala civica del comune di Merano.
quindi ho comunque la garanzia del comune nei termini che il comune predisporrà il luogo, no? Allora, questa è l'app, mi interessa. Tutto il discorso che hai fatto prima in tedesco, in sintesi, riesci a dirmelo perlomeno di cosa trattavi? Perché purtroppo io non ho il tedesco come lingua. Cerco di fare il mio meglio, ok? Non... No, vabbè, ma non è niente, solo per dirti almeno un, due, tre i punti. No, ma forse per te è importante, Maria Luisa, abbiamo sentito adesso i controlli, abbiamo sentito, no? Tu adesso hai un'esperienza un po' particolare perché sei anche già in contatto con le istituzioni, aver prenotato la sala probabilmente per i tuoi eventi. E ci sono, Simon, adesso qua si tratta decisamente di una manifestazione all'interno. Allora, la Maria Luisa non è una che adesso in questo periodo organizza fuori, all'aperto. Adesso i consigli brevemente da seguire, magari anche un consiglio. Lei organizza per anche persone di una certa età. Se torniamo al discorso comunicazione, abbiamo sentito l'esempio ben riuscito con i giovani, però abbiamo attualmente tante associazioni che hanno altre categorie di utenti, anche se dobbiamo dire sempre di più si raggiunge anche gente con email, però un consiglio da parte tua, qui in questo caso, sono seminari, sono conferenze con persone anche di una certa età, che comunque speriamo abbiano anche requisiti per accedere alla manifestazione, così un consiglio. Ecco, quali requisiti? Perché io faccio pubblicità anche sui giornali, proprio, e allora quello, già lo devo prevedere questo. Proprio su quello volevo chiedere, perché io avrei fatto un attimino un step indietro a chiederla come fa a pubblicizzare, diciamo, la fiera o i congressi. Ecco, in vari modi, chi ha l'email, ma non tutti, WhatsApp. Sì. Oppure qui Merano, che è un quindicinale che in anticipo pubblica ed è molto utile, va in molte case, forse lo sai già, anche a Bolzano, e anche l'Alto Adige. Ci sono, sì. A volte perfino, aspetta, Elisabetta Cardinali, che è quella, è sempre per internet però. Comunque, diciamo, hanno vari modi. Quest'anno vogliamo mandare una busta nell'indirizzo di ogni socio con dentro l'elenco almeno di 4-5 eventi vicini, in modo che ognuno nella cassetta della posta si troverà l'elenco delle conferenze. Ecco, scrivo, perché in questo foglio col nome delle conferenze posso anche scrivere i requisiti. Sì, d'accordo? No, io ho chiesto perché così riesco a capire come lei si mette in contatto sia con quelli che vengono sia con i soci. Perché lì è subito da scriverlo, magari anche prima di far pubblicità per ognuna data, di scrivere che serve, perché è obbligatorio, è il Green Pass. Perché quello è diventato la cosa più importante alla fine. Questo abbiamo visto sia con i giovani, sia con la gente anche di una certa età. Perché alla fine non è più che la gente chiede dove, quando inizia, quando devo venire, dove posso parcheggiare, ma il 90% delle domande, sì, ma come faccio a entrare? Posso? Con un vaccino, con due vaccini, con il test che mi sono fatto ieri, con... Ecco, lì noi per esempio abbiamo fatto tipo un regolamento, poi ovviamente non è sempre attuale, perché se lo mandiamo oggi, magari già in due settimane non è più attuale. Noi abbiamo cercato sul reglamento, sul nostro reglamento che abbiamo fatto, regolamento che abbiamo fatto, di chiedere abbastanza tanto per essere sempre in regola. Quindi io avrei detto di comunicare già quando si parte con la pubblicità, che è una cosa riservata a tutti quelli che hanno il Green Pass dopo il vaccino, dopo
un test negativo di 40 ore, 48 ore fa o dopo una malattia passata, ma lì bisogna stare attenti perché c'è questa regola dei 6 mesi, 12 mesi, che non si sa mai adesso dove ci siamo, perché ormai... Io potrei ridurre, tipo, sì. 2 vaccini o sì. Il tampone entro 48 ore. Sì, pensando poi se la gente ha di meno, meglio è, perché alla fine, visto che come organizzatore lei stava chiedendo in più, ma la gente è venuta magari solo con un vaccino, ma è possibile perché ancora lì si sa che è fattibile anche con un vaccino, lei è sempre in regola, è importante quello. Certo, comunque ho capito cosa chiedono queste due cose. Sì. All'interno, dimmi. Sì, e per l'altra cosa... adesso sto cercando un attimo. Intanto raccogliamo magari un'altra domanda. Sì. Posso io? Prego. Posso? Prego. Io faccio parte di un'associazione musicale adesso, non organizziamo eventi, ma per le prove al chiuso. Siamo sempre gli stessi soci, ma siamo obbligati anche lì a chiedere il Green Pass o sappiamo già prima chi è stato vaccinato, chi no, e non siamo più obbligati a farlo? Perché adesso ottobre, novembre riprenderemo a fare le prove al chiuso e non sappiamo come comportarci. Sì, dopo il 6 agosto è stato abbastanza chiaro. Faccio un esempio, io faccio parte dei Vigili del Fuoco di Merano. Noi ci hanno detto, per esempio anche dal comitato provinciale, di richiedere, e quello sicuramente è una cosa molto difficile, di richiedere di ogni socio, di ogni persona che entra, che esce dalla nostra caserma, se è vaccinato o meno, o se ha fatto, se ha il Green Pass o meno. È una cosa sicuramente molto difficile da farlo. Sì, da gestirlo bene, diciamo. Noi abbiamo chiesto il segretario, lui l'ha fatto un po', diciamo, non ufficiale, ha chiesto un po' così durante qualche chiacchiera, ma te hai fatto il vaccino? No, sai perché? Ah, ok, così si è segnato e alla fine sapevamo un po' dove siamo e su quale punto siamo, anche per far ripartire, per esempio, le esercitazioni. Mm-hmm. E lo vedo uguale e proprio anche... sull'ultima normativa uguale. È prevista per queste prove, per cori, anche bande musicali, previsto nell'interno di strutture, no? Il Green Pass. Questo sì, è previsto, sì. È stato anche esplicitamente riportato. È abbastanza chiaro. Io avrei dato il consiglio di farlo già in tempo, magari già adesso, sapendo che si parte in settembre, richiedere un attimo, ma con tranquillità, così la gente ha anche la possibilità di gestirsi magari ancora un appuntamento di vaccini e di vaccinazione, un po' così. E di fare anche un tampone. Eventualmente ci si può anche organizzare a fare il tampone veloce al momento della prova. Quello non si può. Non si può più. Okay. Perché c'è questo arco temporale, no? Che va rispettato. Ok, grazie. Questa era comunque, se vi può essere utile, perché ho capito, ci sono tutte queste disposizioni e anche raccomandazioni. Io sarei del parere che in qualche maniera noi potremmo anche buttare giù una checklist, Simon, perché abbiamo sentito adesso un paio di esempi dove può essere abbastanza chiaro, no? E aiutare chi ha problemi. Helmut Burger ho visto. Helmut, hallo, Christi. Bitte, Helmut. Schönen guten Nachmittag. Ich möchte jetzt mit was anderes beginnen, und zwar mit der Frage, was die Frau vorhin gestellt hat. Es ist natürlich richtig, die grundsätzlich die Antwort. Das ist im
Artikel 22 vom letzten Dekret drinnen, finden Proben der Chöre und Musikkapellen in Innenräumen statt, haben Betreffende nur dann Zugang zu den Räumlichkeiten, wenn sie den Green Pass haben. Mhm. Aber Achtung, da gibt es jetzt natürlich eine Sondergenehmigung vom Land bezüglich der Musikkapellen und bezüglich der Chöre, die was die sogenannten Nasenflügeltests, gratis Nasenflügeltests bis 31. August vorsehen. Mhm. Das heißt, das ist relativ eine komplizierte Angelegenheit. Da müssen die Verbände ansuchen für ihre Mitglieder, über Konvention mit der Sanitätseinheit zu diesen Gratis-Nasenflügeltest zu kommen. Und ich möchte da nicht zu ausführlich werden. Ich möchte es nur mal unterstreichen, was da das Land diesbezüglich sagt oder gemacht hat. Aktivitäten, das ist dann noch am 6. August noch einmal ein wenig ausgeweitet worden. Und das heißt Aktivitäten, Proben, Aufführungen, Training, Wettkampf der Musikkapellen, Chöre, Sportvereine, Theatervereine, Volkstanzgruppen und andere kulturellen Vereine, Nasenflügeltests ohne Altersbeschränkung. Und das ist ganz fundamental, weil vorher hat man immer nur gesprochen von Nasenflügeltests, die gratis Nasenflügeltests für Vereine, für Jugendliche unter 18 Jahren. Jetzt hat man das bis zum 31. August verlängert und jetzt sind die Verbände Gewehr bei Fuß und hoffen, dass das auch im Zuge der Schule nur mal weiter verlängert wird. Also das ist ja so, wenn ein Chor im Chorverband eingeschrieben ist, der was zum Chorverband hat gesagt, er bräuchte die gratis Nasenflügeltests, dann kann er den machen. Aber, und das ist auch ganz wichtig und zu unterstreichen, diese gelten nur intern. Das heißt, die gelten nur für die Proben in erster Linie und sie gelten dann auch für die Aufführungen, wenn sie dann stattfinden können. Für die Aufführungen, aber nur immer für die Beteiligten, also für die Mitglieder des Ensembles. Aber ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich möchte, da ist irgendjemand da ohne Green Pass und den teste ich jetzt auch noch durch, weil ich habe ja gerade das Nasenflügeltest. Ja. Das geht natürlich nicht. Ja. Und insofern müssen wir jetzt schauen, ob das mit diesen Gratis-Nasenflügeltests wieder verlängert wird, eben für diese Kulturvereine, für die Sportvereine, oder ob die dann letztendlich, und das ist zu befürchten, mit dem 31. August dann wegfallen werden. Da gibt es auch schon vom Land dann wieder eine, was man so zwischen den Zeilen heraushören könnte, dann wird wahrscheinlich diesbezüglich dann für diese Vereine dann der Antigen-Test kommen. Und es kann dann sein, dass man gerade bei Jugendlichen bis 18 Jahre nicht dies übernimmt, was der Staat sagt. Und das wären dann ja die 15 Euro bei Erwachsenen und die 8 Euro bei Jugendlichen bis 18 Jahre. Da ist zumindest so, hat man es ein wenig im Flurfunk gehört, dass man hierbei bestrebt wäre, die Gratis-Antigentest für Jugendliche anzubieten. Das sind noch ungelegte Eier, aber das nur zu diesen Tests. Mhm. Zu den anderen Sachen möchte ich eigentlich weniger Fragen stellen, nur ein klein wenig Stellung nehmen. Und zwar betrifft das auch einmal die Veranstaltung, die Theaterveranstaltung. Der Uli Seitz hat das schon richtigermaßen gesagt. Wir befinden uns hier teilweise wirklich in einer Grauzone. Das Wort muss man dreimal unterstreichen. Und ich kann dementsprechend nur sagen, jeder Verein oder jeder Theaterverein, der was momentan Aufführungen und Organisation oder irgendwas organisiert, macht das ein wenig anders. Und es hängt auch, wie das der Referent Simon richtigerweise gesagt hat, sehr von unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ab, wie das dann zu handeln ist und zu handeln wäre. Und was die Kontrollen anlangt, muss ich sagen, dass wir da auch teilweise so das handeln, dass man sagt, wir
der Veranstalter weist bei der Vormerkung der Zuschauer bereits darauf hin, dass der Green Pass erforderlich ist. Mhm. Und die Kontrollen werden dann nicht in dieser, sage ich jetzt mal, Schärfe ausgeführt, sondern da geht man dann schon her und beschildert das dann aus und sagt, Zugang ist nur mit Green Pass möglich. Weil es ist dann auch immer in letzter Zeit vorgekommen, dass dann Personen, die Einlass wollten und die eigentlich schon zweimal geimpft waren, aber immer noch nicht weder das E-Mail von der Sanitätseinheit bekommen haben oder den SMS-Code mit dem, was sie dann den Green Pass generieren konnten, aber eigentlich rechtlich in der Position waren, die Veranstaltung zu besuchen. Und damit es hier nicht zu einem Tohu-Babohu kommt, haben teilweise auch Vereine sich dazu entschieden, das auszuschildern. Und es ist richtig auch, wie das der Referent gesagt hat, es empfiehlt sich natürlich, dass man das einer Organisation überlässt, die Kontrollen zu machen. Es ist immer schwierig, dass wenn man das im eigenen Dorf, vom eigenen Verein, mit den eigenen Leuten die Kontrollen macht, das ist dann schon nicht immer sehr förderlich. Letzter Punkt, sind wir auch sehr unglücklich mit der Auslegung, das betrifft die Versammlungen. Für jede Veranstaltung, die man macht, muss man sich natürlich vorab treffen. Und es steht auch im Dekret drinnen, die Versammlungen, aber die werden dann in der Regel, es steht Veranstaltungen, Aufführungen und Versammlungen ab Artikel 21 und das öffentlich organisierte und zugängliche Veranstaltungen steht da drinnen, von den Versammlungen und die zu machen sind, steht hier kein Wort. Mhm. Und zum Abschluss noch eine Bemerkung, was das die Innenräume anbelangt, die im Artikel 22 beschrieben werden. Das ist jetzt nicht mehr so, sage ich jetzt mal, so eingeschränkt. Ich kann diese natürlich machen, auch natürlich Zugang mit Greenpass, keine Frage. Und hier steht im Artikel drinnen nur der Abstand von einem Meter. Und jetzt komme ich wieder zum Schluss, zur Endrunde, das, was der Uli gesagt hat mit der Grauzone, es steht eigentlich im gesamten Dekret nichts mehr drinnen, was die Maskenpflicht bzw. AHA-Regeln anlangt. Und das tut dann auch weh. Wenn wir hier bei uns im Verband dann Fragen haben und die sagen, ja, wir machen das im Freien, müssen dann die Zuschauer die Masken tragen und wir sagen dann, ja, wenn der Abstand gegeben ist, dann würden wir das nur als Empfehlung aussprechen, aber wir sind nicht imstande, hier klipp und klar zu sagen, hier ist die Maskenpflicht oder sie ist nicht mehr. In Innenräumen, okay, kann ich das noch verstehen. Und jetzt wirklich allerletzter Satz, die zweite Veranstaltung, die uns Referent Simon beschrieben hat. Wenn ich das natürlich jetzt über einen Privatveranstalter mache und was ja mittlerweile auch vielfach gemacht wird, dass man sagt, ich mache mir da jetzt nicht den großen Kopf, weil ich habe als Verein eine viel höhere Latte zu überwinden, als wenn ich das über ein Gasthaus mache, das einen riesen Biergarten hat und ich mache die Veranstaltung dort, dann habe ich den Zugang sehr viel mehr erleichtert, als wenn ich das als Fest oder als Veranstaltung im Freien von der Freiwilligen Feuerwehr oder vom Theaterverein so und so machen würde. Und das ist natürlich dann auch nicht das, was man an Gerechtigkeit, an sozialer Gerechtigkeit so dann empfindet. Wenn ich beispielsweise der Zuschauer muss den Greenpass vorweisen, die Mitarbeiter
aber bei der Kasse und so weiter, die brauchen den dann nicht mehr. Das geht ja nicht einfach, das ist nichts, da geht es nichts zusammen. Und das ist genauso, wir brauchen da nicht darüber lang zu diskutieren. Das ist genauso wie in den Gasthäusern, wo die Bediensteten das nicht brauchen, wo ich an der Theke stehen kann und 3 Stunden ein Getränk einnehmen kann. Ich kann mich aber nicht hinsetzen. Heraus darf ich das wieder. Das ist alles nicht schlüssig. Und wir als Vereine bekommen das natürlich dann auch immer wieder ein wenig davon ab, weil es einfach keine, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht aus einem Guss, würde man so sagen. Danke, dass du, danke, Helmut. Danke vielmal, Helmut. Du hast vieles auf eine Minute gebracht. Ja. Ich brauche nicht einmal eine. Helmut, wunderbar, stimmt genau. Ich würde es hundertprozentig genau, also hast du hundertprozentig richtig erklärt, stimmt. Danke dafür, weil vor allem zurzeit sind ja die Theater eigentlich die, was am meisten an Veranstaltungen überhaupt machen. Deswegen haben sie ja am meisten Erfahrungswert und vor allem gleichzeitig am meisten Möglichkeit, das Ganze auszutesten, auch in Bezug auf die Grauzone, wie weit die da gehen kann und wie weit nicht mehr. Deswegen ist das ganz interessant. Eine Sache in Bezug auf den Mund-Nasen-Schutz und so weiter. Wir haben genau dasselbe Problem gehabt und haben uns das genauer angeschaut und festgestellt, dass im Rahmen der unterschiedlichsten, und das ist extrem schwierig, in die unterschiedlichsten Dringlichkeitsmaßnahmen nicht immer die alte Dringlichkeitsmaßnahme komplett aufgehoben wird. Sprich, es gibt aktuell sogar noch Punkte aus dem April 2020, die gültig sein. Und genau. Da muss man so weit zurückblättern, dass es ja gar nicht möglich ist. Und wenn es für uns nicht möglich ist, dann auch nicht für die ausführende Behörde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jetzt haben wir drei Damen, die schon länger warten. Ja, bitte, weil ich muss da noch leider gehen. Ja, die nächste Sitzung. Bitte, Sarah. Ja, ich bin von den Elkis. Ich weiß nicht, ob uns jemand weiterhelfen kann, aber wir wissen eigentlich noch nicht mal, ob es uns den Green Pass braucht, weil in einer Klausel drinsteht, dass die Centri Educativi Infanzia sehr ausgenommen seien, wo wir uns natürlich gerne eininterpretieren, aber wir haben jetzt von keiner Stelle dafür es okay gekriegt, dass das auf uns zutrifft. Das heißt, wir wissen weder, ob es einen Green Pass braucht, und die nächste Schwierigkeit, wenn es einen Green Pass braucht, ob es dann auch für die Mitarbeiter braucht. Also ich kann dir sagen, ich habe keine schriftliche Antwort bekommen. Ich habe auch diese Frage weitergeleitet. Ich habe aber eine telefonische Auskunft bekommen, dass es für die Mitarbeiter braucht. Und bei den anderen hat man mich vertröstet auf eine schriftliche Antwort. Also das ist das, was ich dir Stand heute sagen kann, weil ich mich vorbereitet habe, weil ich gesehen habe, dass du dich auch eingeschrieben hast. Also große Unsicherheit auch gegenüber, also denen, die natürlich die Auskunft geben müssen, was relativ klar sich abzeichnet, also mehrfach mündlich, ich sage es mündlich, aber nicht schriftlich deponiert, ja, Mitarbeiter müssen die Voraussetzungen erfüllen, aber Kinder nicht und Familienangehörige der Kinder weiß man noch nicht. Okay. Also es ist sehr widersprüchlich, sehr widersprüchlich. Uli, das von der Landesrätin hast du aber... Ja, haben wir gesehen. Ja. Ist das noch gültig aber? Ja, ist gültig, aber keine Auskunft in dem Sinn für Sie, für die Planung der kommenden Monate. Nein, oder kommenden Monate. Elisabeth Brunner und dann Christine Terlet. Bitte, Frau Brunner. Frau Brunner, hören Sie uns? Ja, hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, danke schön. Also, irgendeine Frage, und zwar mir im November immer die Umwelttage in Olam im Kongresshaus. Das sind Vorträge, Workshops, ein Bauernmarkt, ein bisschen Musik, es war auch einmal eine Kochshow. Jetzt teilweise sind die Referenten schon bezahlt. Ist das organisierbar eigentlich? Soll ich das absagen oder was können Sie mir hier raten? November, gell? Das ist im November. Im November ist bei uns, kann man nichts draußen machen, das geht nicht. Frage. Jetzt, ich würde noch ein bisschen weiter zurückgehen, Frau Brunner. Wie viel ist das ökonomischer oder vor allem also finanzieller Aufwand im Vorhinein und wie ist das planungsmäßig in der Gemeinde Olong, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gehört und zurzeit ist so,
Weil, wie gesagt, es ist eigentlich ja hauptsächlich, also dass bis zum Schluss vor allem der Gemütszustand, sorry, jetzt hatte ich fast gesagt, der Gemütszustand, die Sichtweise vom Bürgermeister auf das Ganze entscheidend ist. Jetzt, ich frage gleich ganz kurz, ungefähr, um zu wissen. Also der Bürgermeister hat mir vor einigen Tagen die Genehmigung für die finanzielle Unterstützung zugesagt. Dann nehme ich an, dass er auch dafür ist, dass die Umwelttage stattfinden. Was das Kongresshaus betrifft, natürlich konnte er mir vor einer Woche auch noch keine Antwort geben, ob und wie das alles organisierbar wäre. Also ich bin quasi auf dem Punkt, dass ich sage, ich muss das absagen, ich kann das nicht riskieren. Ja. So geht es leider ganz, ganz vielen Vereinen und ich würde das in dieser Stelle recht ähnlich machen und auch recht ähnlich sehen. Ist schlimm, gell? Weil ich bin kein Politiker, aber ich würde sagen, er hat recht, weil im Endeffekt durch dem, dass es ja auch Vorleistungen sind, die man zum Beispiel finanziell, aber auch organisatorisch leisten muss, die einem sowohl, sage ich mal, Aufwand personell bringen, als auch Aufwand finanziell bringen, als auch sonst jegliche Kapazitäten nochmal zusätzlich ausreizen, muss man wissen, ist das machbar oder ist es nicht machbar? Und aktuell gibt es keine Planungssicherheit, nicht mal für die nächsten Wochen, geschweige denn für die nächsten 2 bis 3 Monate. Beispiel anderer Vereine, und da spreche ich jetzt über einen Verein, der mir bekannt ist in Bezug auf die Kultur der Krampusse, die ja normalerweise im Dezember die Hochsaison hat. Die haben alles verschoben. Und die haben das komischerweise auf den Sommer verschoben, was ja überhaupt nichts mit Krampus zu tun hat. Hat natürlich einen Vorteil, sie haben die Möglichkeit, da einmal noch viel Zeit zum Vorausplanen, Zeit, um die Pandemieentwicklung zu verfolgen und Zeit auch festzustellen, wie der Sommer in diesem Jahr gegangen ist bis zum Schluss und wie viel sie da bis zum Schluss überhaupt Zeitraum haben, das im Sommer auch abzuwickeln. Deswegen, Veranstaltungen im Winter, im Geschlossenen, doppelt und dreifach schwierig, mit viel Vorarbeit und mit viel Aufwand. Ich würde es nicht machen. Das ist jetzt eine individuelle von dir. Das ist schon empfehlen, ja, absolut. Ja, absolut. Christine Terlet, bitte. Hallo. Hallo. Ich habe 2 Fragen. Einmal wegen Green Pass, also wenn das jemand vom Verein kontrolliert, wo muss ich die Daten irgendjemand abgeben bei einer Kontrolle oder wie funktioniert das? Geht das über die App oder? Eigentlich ist es theoretisch so, dass ich in diesem Moment den Green Pass, nehmen wir an, jeder hat ihn und jeder hat den Green Pass ausgedruckt oder auch in digitaler Form dabei, dann scanne ich den in diesem Moment ab und dann ist er ja auch schon wieder weg. Eine Kontaktverfolgung und auch eine Hinterlegung der Daten ist aktuell nicht bekannt und geht auch nirgends hervor. Habe ich sie und mache sie trotzdem und speichere auch die Daten ab, ist es sicher ein Plus. Ob ich das darf oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Da verweise ich auch auf eine Information von unserer Seite. Wir haben da vor einigen Wochen auch eine Aktion gestartet, eben Datenschutz und Corona-Pandemie. Und da, abgesehen von der ganzen Thematik Corona, ergeben sich natürlich jetzt schon die famosen Fragen, die wir ja alle nicht hören wollten, weil uns auch diese
europäische Grundsatz und die Regelung, was die Verarbeitung der personenbezogenen Daten angeht, eine leidige Geschichte ist, aber wir sehen hier einige Mängel. Jetzt fange ich schon einmal bei der Archivierung an der Daten, wo ich wieder wirklich appellieren muss. Ich sehe, es wird so gerne und viel erhoben. Und oft fragt man sich auch bei Vereinen, wieso brauchen sie all diese Informationen? Also da bitte grundsätzlich, da werde ich, Christine, auch dir nochmals diese Unterlage schicken. Bitte arbeitet auch an dem und schaut auch intern das so zu klären, dass man, wer kontrolliert, dass das ganz klar auch evident ist und dass da nicht irgendwie Daten auch nach außen kommen. Simon hat es gesagt, mit dem Scannen ist es relativ klar, nicht? Ansonsten, wenn Daten erhoben werden, hat es ja bis nicht noch langer Zeit auch diese Empfehlung gegeben, diese zumindest 14 bis 22 Tage gut abgesichert zu verwalten, um auch diese Möglichkeit zu sichern und zu gewährleisten, dass diese Kontakte nachvollziehbar sind, wenn es wirklich zu einem Fall gekommen wäre oder kommt. Das ist jetzt momentan auch nicht aufgehoben worden und da gebe ich, sei es dem Simon wie dem Helmut Burger auch nochmals ganz explizit recht, und das ist ein großes Problem, was wir haben, dass da spezifische Empfehlungen, aber auch maßgebliche Bestimmungen, die getroffen wurden, zum Teil noch im Frühjahr 2020, nicht explizit aufgehoben wurden, aber jetzt sehr schwer händelbar in der Praxis sind mit der Fülle von neuen Dingen, die zu machen sind. Und das ist auch eine Frage, die wir explizit auch an das Sekretariat vom Landeshauptmann, an den Landeshauptmann stellen werden. Denn wir haben hier wirklich diese Baustelle, dass Daten gesammelt werden und diese werden dann nicht ordnungsgemäß archiviert oder auch verwaltet. Vor allem wenn diese famose Zettelwirtschaft, die uns ja auch immer Sorgen bereitet, Einzug hält und man sich den einen oder anderen Ort auch vor Ort in den Vereinen anschaut, wo natürlich gut gewollt die Situation unter Kontrolle gehalten wird, aber dann gerade bei diesen Dingen oft große Probleme entstehen und man daran scheitert. Und dort sind natürlich, wir wissen das famose Denunziantentum, wir wissen, wie es auch geht, da kann natürlich das eine oder andere schon passieren, was nach außen getragen wird und dann Probleme bereiten kann. Also das ist wirklich ein Thema. Wir haben das, aber hier haben wir eine Checkliste, eben auch diesbezüglich angeregt. Ich schicke euch gern nochmal die Unterlage. Wir stellen sie unter die Aufnahme der heutigen Veranstaltung, dass sie für jeden abrufbar ist, dass er auch ganz kurz sich anschaut, wie die Situation in der eigenen Organisation ist. Hast du noch eine andere Frage, gell, Christine? Ja, und zwar, wir seien ja dabei, einen Kochkurs zu organisieren in einem Gasthaus im Freien draußen, also ganz viele Pluspunkte. Jetzt haben wir folgendes Problem. Das Problem ist, dass wir das in drei Einheiten machen, das heißt in drei Samstage. Und es seien einige dabei, die haben in Green Pass, die sind geimpft, also ist das doppelt. Es seien einige dabei, die sich ja jedes Mal mehr sollten testen lassen. Und die haben mir jetzt alle auch gesagt, weil sie mir gesagt haben, für jeden Test, also dreimal, weil der gilt ja noch nicht, weil er ja eine Woche ist, nicht 48 Stunden. Und da haben wir jetzt das Problem, dass wir natürlich die Hälfte der Teilnehmer abgesagt haben. Was wir. Das war im September, oder? Das war jetzt im September, ja. Ich glaube, und da hängen wir wieder bei dem um, was davor vielleicht auch der Helmut gesagt hat und was ich jetzt noch vergessen habe, davor dazu zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, Uli, wenn du, und das ist das Wichtigste für alle Vereine, feststellst oder versuchst festzustellen, wie das mit dem Nasenflügeltest über dem 31. hinaus gehandhabt werden soll. Weil das ist sicher das Wichtigste und die größte Möglichkeit. Ja. Wobei man da dazu sagen muss, wie kann ich den anfragen? Wer macht denn? Und wenn ich höre, dass das mit dem Antigen-Test selber dann machen jemand soll, dann wird es wahrscheinlich noch mal schwieriger, weil den Nasenflügeltest, da ist schon eine Ausbildung für ein paar Stunden, zumindest war es bei uns so, beim Antigen-Test, ich
Also mir ist nur bekannt, dass der durch einen Infirmierer und Pfleger durchführbar ist. Deswegen auch da schwierig. Und die Zugänge zum Eintragen der Tests, sollte das noch bestehen, weil ich glaube, das ist jetzt niemand, wir haben da mal einen Zugang gekriegt zumindest, ich glaube, das ist jetzt niemand, dass man da eben die Möglichkeit hat, auch zu wissen, wo kann ich denn anfragen, wer kann denn bis zum Schluss innerhalb vom Verein machen, was für einen Kurs muss der haben und wie lange ist der für Vereinsmitglieder auch über den 31. August hinaus gültig. Ich glaube, das ist das Wichtigste für alle. Sollte das dann möglich sein, für dich, liebe Christine, dann ist es machbar ja auch, dass du diese, die beim Kochkurs dabei wären, als Mitglieder hast und gleichzeitig die auch als Mitglieder testest. Mhm. Per Nasenflügeltest. Sollte der über dem September raus möglich sein. Und ich gehe mal stark davon aus, weil wir haben total viele im Magazin, nicht deswegen. Ja. Ja, weil ich sage gleich ganz kurz, eben das Gasthaus selber, die organisieren ganz viele Hochzeiten und bei den Hochzeiten machen die ja auch für die Leute, die es nicht im Green Pass haben, selbst noch die Nasenflügeltests. Deswegen war das super. Das ist, also, das ist also ein Schlupfloch religiöse Feierlichkeiten, gell? Zum Beispiel. Helmut, hast du noch eine Frage? Ja, ich das like, was der Simon jetzt, was der Simon gesagt hat, nur mal unterstreichen. Es ist natürlich so, es gibt auch bei den Nasenflügeltests, die was in der Apotheke sind, gibt es die sogenannten, die was katalogisiert sein, also die, was die Sanitätseinheit wieder zurücknehmen muss, also wo ich die Daten weitergeben muss, zu sagen, ob der positiv oder negativ ist. Die gratis Nasenflügeltests, wie sie die Vereine machen können oder machen, die sind nicht katalogisiert, also die gelten nur intern. Die mache ich dann selber. Die muss ich jetzt nicht, wenn ich jetzt heute in der Apotheke und kriege, aber sie sagen, der ist registriert, dann muss ich danach eine Liste bringen und sagen, ich habe die und die Menschen an ich getestet und die sind negativ gewesen und sie müssen die eingeben. Das geht genauso, wie der Simon auch gesagt. Bei den Antigentests geht es nur so, dass sie eingeben werden. Ja. Das ist absolut kein Thema. Das kann ich auch wahrscheinlich, wenn ich sie selber machen kann, dann mit Sicherheit nur mit irgendjemand vom Weißen Kreuz und so weiter, wenn ich sie intern vereinsmäßig machen könnte. Anders ist dies leider so nicht möglich. Gell? Das nur zur... Ja, perfekt. Flavia Nicolodi, hai una domanda? Sì, entschuldigo, non so se ho capito bene cosa ha detto... Sì, sì, sì. Il, non Helmut, il ragazzo perché ha detto che lui cioè voi avete un sacco di test in magazzino no, questo è un argomento non politico, un commento a parte perché se no li prendevo io perché io posso farli cazzo. Allora ci sono e quello era diciamo un commento mio. Sono un paio che sappiamo, ma parliamo di milioni che abbiamo comprato come provincia di Bolzano, quindi alla fine so che ci sono ancora nei magazzini della protezione civile che abbiamo regalato a questi e agli altri, quindi so che ci sono. Per questo, però tu potresti tornare un attimo anche per la Flavia, perché lei ha accennato questo, questi test, che requisiti devi avere per poterli usare e adoperare anche in queste occasioni, come ha detto Helmut prima, stiamo parlando anche di prove, prove dei cori o anche delle bande. Però chi, cosa serve per poter fare questo test? Beh, io sono infermiera, per cui lo perfetto. Posso allora, fare. Perfetto. Spieghi un attimo, posso darti il tu, ci spieghi un po' quello che serve, anche un consiglio per le altre organizzazioni, che se dovesse essere prorogata questa possibilità oltre il 31 dell'8, è da assolutamente da considerare e da rispettare. Io dovrei dare i consigli. Sì, tu che sei infermiera. No, è perché io non so come si fa l'abilitazione. Io so che i corsi li fanno in ospedale, nell'azienda. Allora, torniamo a Simon, perché questo è molto importante. I requisiti sono molto chiari. Allora, Simon, ci torni un attimo su questo. Allora, facciamo la distinzione subito, perché questo è un tema, perché ho visto che altri hanno alzato la mano. Test nasale.
Questo è l'altro test. Allora, al momento è così che quello nasale, quello rapido, esiste sia registrato sia meno, così come diceva Helmut. Quindi quello registrato ho bisogno come test, sai sicuramente, quello registrato devo avere anche uno responsabile che poi inserisce i dati o lui in persona o lo sta poi riportando i risultati positivi e negativi alla farmacia, alla Croce Bianca, all'ospedale, cioè dipende dove stava ritirando poi tutti i test. Per quello rapido c'è per primo la punta, cioè per primo la cosa da chiarire se sono ancora validi oltre il 31 agosto. Quello che bisogna poi capire è da dove si può ritirare quelli, perché ci sono anche i privati, per esempio, dove li posso prendere. Poi dipende se sono ancora in regola dopo il 31 di usarli solo per i miei soci o meno. Poi ho bisogno di una persona che sa farli, quindi non può fare ognuno. Ho bisogno di uno, ha detto così almeno da noi, dai Vigili del Fuoco di Merano, che ho bisogno di uno che poi è responsabile di fare il test ai altri soci o ai altri che entrano e escono, che hanno bisogno del test. Alla fine, e quello importantissimo, cosa ha detto prima anche Helmut, non è una cosa che è valida fuori, quindi è valida solo durante quello che te come attività della tua associazione stai facendo in questo momento, non per altre cose. Bene, allora io adesso anche posso... sì, prego. Prego, solo, sì, Roberto, prego. Solo velocemente, mi basta anche un sì o un no, ma siccome siamo qua tre, stiamo discutendo ormai animatamente, ci è venuto un dubbio. Faccio solo un passo leggermente indietro. Sì? Convocazione dell'assemblea dei soci, che sì, si svolge in una sala del territorio comunale, ad esempio, sfrutto proprio l'esempio di Simon, che è un pompiere, una sala dei pompieri. Anche in quel caso lì serve chiedere il Green Pass? Sì, sì, sì. Stando alla regolamentazione, stiamo parlando a quella attuale, sì. Ok. Perfetto, siamo messi in croce. Bene. No, allora io vi chiederei davvero di mandarci le vostre domande, però anche le vostre esperienze. E io, allora, questa forma, come avete visto, non è il classico webinar come lo facciamo adesso sulla contabilità, su altre tematiche, anche se anche questa è molto pesante, però ci porta davvero anche a essere un po' in dialogo e capire dove ci sono le problematiche. Io, se siete d'accordo, io adesso farò un promemoria di tutto quello che ho sentito e con Simon cercheremo anche di sviluppare delle sorte di checklist, cose che comunque indipendentemente dal periodo possiamo in assoluta sicurezza consigliare. E poi quello che Helmut e altri ci hanno anche riferito, spingere verso i decisori anche di darci delle risposte chiare sulle proroghe di determinate procedure o anche disposizioni, tenendo conto anche questo, l'avevamo capita, la grande confusione sta anche nel fatto che effettivamente subiamo delle situazioni di disposizioni che ormai sono superate, però non sono state annullate completamente. Si fanno riferimento a tante disposizioni del 2020 o anche degli ultimi mesi, e è molto fastidioso naturalmente cercare sempre di lavorare con un sacco di documenti, decreti e ricorsarsi tutto, di avere più possibilità di agire. Mi spiace un po' perché abbiamo lasciato l'Elisabeth un po' secca, secondo me, di Elisabeth Isinodo, fra Burgo, fra, yeah? Isinodo. Comunque, naturalmente, ci ha fatto capire quanto sia difficile, no? Programmare, pensando adesso ad un evento in una sala chiusa a novembre, con certe difficoltà. In dem Sinn danke ich euch ganz herzlich und ich hoffe, dass wir wirklich im Austausch bleiben können. Frau Brunner ist noch da. Frau Brunner, hallo.
Ja, auch, ich bin da. Auch Ihnen sei mir natürlich eine Antwort in dem Sinn schuldig, dass wir die Situation generell auch unter Kontrolle halten werden. Ich habe Ihr Beispiel jetzt mir auch explizit notiert und ich würde mal so sagen, dass wir uns sicherlich in den ersten Septemberwochen nochmal spezifisch hören, um auch Ihre Situation zu analysieren. Ich werde mit der Bezirksgemeinschaft, ich werde auch mit dem Bürgermeister nochmal reden, weil auf der einen Seite haben Sie ja eine Ermächtigung bekommen, auf der anderen Seite sind natürlich viele Fragen offen, auch ökonomischer Natur, wenn man so etwas jetzt anpeilt und dann im letzten Moment doch absagen muss. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen, aber ich würde Ihnen versprechen, dass wir dahinter bleiben und versuchen auch zu erfahren, ob gerade so etwas, so wie Sie es geschildert haben, eine größere Veranstaltung mit unterschiedlichen Aspekten von Musik bis Ständen, bis Information und Gastronomie in der Form oder auch ein Teil vielleicht nur garantiert werden kann, wenn man sagt, gewisse Sachen muss man streichen, aber gewisse Sachen kann man aufrechterhalten, wie man da Ihnen helfen kann, um doch eine klare Entscheidung, sagen wir mal, bis Mitte September treffen zu können, ob Sie das angehen oder nicht. In dem Sinn danke ich allen, grazie mille dell'interesse. Come vi ho detto, sono molto felice se ci date dei feedbacks, anche di cose che hanno funzionato e altre cose che stanno un po' sui pensieri, dove assolutamente possiamo, anche se abbiamo più esempi, dico sempre, per noi è fondamentale avere più esempi, così possiamo intervenire, non solo l'esempio isolato, che naturalmente spesso è una cosa urgente che va anche chiarita, però se abbiamo più esempi, anche analoghi, è più facile per noi intervenire scrivendo e insistendo nei vari dipartimenti della provincia e anche negli enti come i comuni. L'ultima domanda adesso, veloce, veloce, Maria Luisa. Io non per protestare, ma dico un po' di italiano in tutta questa mia attenzione. Io mi scuso, non so il tedesco, vabbè. Però è stato tutto un discorso, un dialogo in lingua tedesca, ragazzi. Questo consideratelo, perché a questo punto io non seguo più, perché sto lavorando finché sento il vostro tedesco. Comunque l'abbiamo... La parità di lingue, sì. Però non posso imporre neanche metà italiano, giustamente. Sì. Allora, ti ringrazio per la tua per il tuo commento. Tenete un po' presente. Se si sta un po' attenti anche sulle comunicazioni che abbiamo scritto, dove abbiamo comunque detto che certe manifestazioni sono anche con un riassunto in italiano e come avete visto i webinar che abbiamo fatto, abbiamo portato poi giorni dopo anche la traduzione in italiano, essendo un'associazione anche noi che purtroppo non ci possiamo permettere la traduzione simultanea, dobbiamo arrangiarci così, però sostengo e voglio sottolineare che io ritengo che siamo davvero una famiglia e ci conosciamo, abbiamo problemi e situazioni analoghe e qui se vuole signora Bouchard, noi ci possiamo vedere anche a Merano volentieri. Perfetto, benissimo, questo è un appuntamento che fisserei subito, Maria Luisa. Perfetto, anche al film di Merano, sei di Merano. E questo facciamo in una sede separata. Adesso okay. Ci vediamo e grazie mille, grazie dell'attenzione.